Hallo Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mikey ist mit dabei mal wieder. Falls ihr das andere Video nicht gesehen habt, klickt mal den Link in der Videobeschreibung und schaut auf jeden Fall bei Mikey meine vorbei. Nase zum Verrutschen gebracht. Mikey ist gestern operiert worden, beziehungsweise gestern eine Spritze in die Nase bekommen. Aber Mikey, wir haben im letzten Reaction ziemlich viel gelacht. Mhm. Jetzt ist es an der Zeit, sich ein bisschen zurückzulehnen, zu entspannen, Mikey. Ich weiß, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben, Alter. Ich weiß auch. Stimmt, das wollte ich auch mal mit dir drehen. Mikey, wir schauen uns jetzt gemeinsam Sachen an, die wirklich einfach nur unglaublich gut tun. Also Mikey, erstmal hier. Ganz süß, ne? Aber ich meine, das ist halt nicht so befriedigend. Befriedigend ist für mich, das ist süß. So, weißt du, was ich meine? Aber jetzt, warte kurz. Wenn sie alle in einer Reihe stehen, ja, ne? Jetzt. Die Ordnung, das Ordentliche, das ist das Geile. Ich weiß nicht genau, was das über einen Menschen aussagt, meine Freunde. Ich kenne auch Menschen, die sagen, finde ich überhaupt nicht geil. Ist man gleichzeitig ein ordentlicher Mensch, wenn man sowas... Nein, weil ich liebe sowas und meine Wohnung sieht Katastrophe aus. Im Flur stehen 4 Koffer, die von 4 verschiedenen Reisen sind. Einer von diesen Reisen war in August. Stark, dann schauen wir doch mal ganz kurz weiter. Guck mal hier, sowas Handwerkliches. Das finde ich auch geil, weil die pusten das jetzt auf. Finde ich immer so krass. Schau dir das mal an, wirklich. Das ist doch einfach nur geil, oder? Und die pusten das gleich und diese Partikeln, die gehen gleich da rein. Und wenn die es abschneiden, du musst dir überlegen, du kannst das einfach formen. Das ist doch krass, oder? Guck mal jetzt wird das geformt. Boah, guck mal, diese Ordnung, oder? Und dann dieses eine Element. Dieses Auto da noch hier, ne? Ah, stimmt, das ist Lavendel. Lavendel halt. Lavendel sieht so aus, oder? Natur ist schon was Schönes, Leute. Ich weiß jetzt nicht genau, was passiert. Keine Ahnung, aber es wird, glaube ich, geistkrank gut. Ich bin mal gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Oh, guck mal, die Ecken werden gesmoothed, glaube ich. Oh mein Gott. Guck mal, wie es das abträgt. Oh. Das ist ein Bohrer ist das, glaube ich. So ein Bohrer, der das schleift. Siehst du das? Das ist 3D gedruckt und dann ist es geschliffen worden. Oh. Es ist schon echt nice. Ich weiß nicht, Leute, keine Ahnung, ob ihr das auch gerade habt, aber ich glaube, das so. Weil man, weißt du, was meine Theorie ist? Kennst du das, wenn du dein Zimmer aufräumst, danach hast du dieses gute Gefühl? Mhm. Aber dafür musst du halt aufstehen und das machen. Mhm. Und das wäre wahrscheinlich dasselbe. Man, deine Augen registrieren, als du machst es ist etwas Ordentliches, etwas, irgendwas, was, ja. Das bei mir sind es halt immer so Fluide zum Beispiel, weißt du, irgendwas, was flüssig ist. So, keine Ahnung, was jetzt gerade hier abgeht. Ja, Mikey, wir brauchen jetzt... Okay, wir müssen jetzt... I get it, ja, wir müssen da jetzt nicht großartig drauf eingehen, was ich gerade gesagt habe. Aber guck mal, er zieht es einfach mit so einem Stock. Oh, das finde ich auch geil. Oder? Und dann dippt er, glaube ich, irgendwas gleich da rein und dann ist es so, oder? Ich weiß es noch nicht. Macht er jetzt nicht so einen Ball irgendwie rein und dann ist es so... Ist es eine Blume? Ich kann mir echt vorstellen, dass die jetzt irgendwas jetzt da drauf tun und dann... Ne, ich glaube, es ist eine Blume, guck mal. Alter, ist schon crazy. Okay, krass. Guck! Ja, guck! Jetzt und dann, gedruckt! Okay. Was ist das? Okay, das mein ist Proteinpulver? Oder was? Das ist Babypuder. Protein oder Baby? Babypuder, glaube ich. So. Mach jetzt einen Ball daraus. Nein! Oh, das ist jetzt so wie das Omelette-Bild. Ja. Kennst du das? Mit dem Ei? Ja. Wo es in der Mitte ist. Und dann... Ja. Oh, das ist auch geil. Guck mal. Das ist wie heiße Schokolade. Wollte ich gerade sagen, diese Lava-Cakes. Ja, das ist jetzt Lava. Läuft, ne? Das ist genau die gleiche Konsistenz. Boah, guck mal, Alter. Weißt du, ich glaube, ich wäre so ein Trottel, der das einfach so schön findet, dass es anfassen wollen würde. Das ist meine Angst bei diesen ganzen Glasteilen. Ja, dass du es anfassen möchtest. Ich denke immer, man kann es mit der Hand berühren und kneten, ne? Warum machen die das nicht? Und das ist so, das ist ja voll heiß. Na, guck mal, ein iPhone-Charger. Nein, das will ich haben. Oh mein Gott. Oh, nice. Und dann lädt es erst. Hast du gesehen? Kann man das kaufen? Alter. Ja, bestimmt, oder? Ich liebe ja so mystisch. Keine Ahnung, was ich hier laber. Mystical Sachen. Hä? Guck mal, mach die Schuhe da mit dem Plastik. Oh, guck mal. Dieser Rasen. Ne, Rasen gibt mir nicht so viel. Rasen gibt dir nichts? Nee. Boah, ich hasse so. Kennst du diesen Crack-Rasen? Wo so Moos drin ist und so braune Stellen. Aha. Boah, ich hasse das. Okay, ich hasse das so sehr. New York! Oh, das ist geil. Ich will mal so ein Bild haben, wo ich da... Malediven ist das, ne? Erinnert so ein bisschen. Wann fliegen wir wieder? Ja, wird Zeit, ne? Juni? Wenn du Zeit und Lust hast, gerne. Aber kann man hier Rasier schauen? Okay, ich gehe mit Rasierschaum in die Badewanne. Einfach nur, um das zu gucken. Guck mal. Ja, aber das sieht auch aus. Es sieht auch... Okay, Mikey, ganz ehrlich, Alter, wir müssen ein bisschen dran arbeiten. Das geht ja nicht. Au! Oh, guck mal, diese Skulptur. Die ist voll teuer. Ich habe die schon mal gesehen, ja, in Berlin. Oh, das ist schon geil. Die ist richtig geil, ne? Was hat Licht da drauf nur, ne? Was ist so beleuchtet? Ist das so Licht? Ja, es beleuchtet nur. Guck mal, siehst du am Hintergrund, der erinnert sich an das Licht, siehst du? Oh. Crazy. Nein, dieses Video hat mich richtig fertig gemacht. Warum? Ich finde das so geil. Oh.
Ja, ich war 3 Stunden wach wegen dieses Video. Aha. Ich habe das auf Instagram mal gesehen. Ey, und dann bin ich nicht mehr eingepennt. Ganz ehrlich, Leute, es ist so krank befriedigend. Das hat doch jeder Mensch irgendwo ein Stück weit, oder? Ja, ich glaube schon. Deswegen gibt es doch so viele Aufrufe, weil Menschen gucken sich das 20, 30 Mal an. Das kann man so kneten. Das ist ein Magnet mit Metallspänen drumherum. Siehst du das? Geil. Okay, hydraulisch Presse versus Glas. Ey, das ist so, wenn man so kurz vor Nervenzusammenbruch ist, Leute. Kennt ihr das? Dann habt ihr so... Und dann... Me every day. Oh, das hier meine ich. Ja, das haben die doch am Anfang gemacht mit der Blume. Guck mal. Kennst du das? Guck mal. Oh mein Gott. Oder? Das ist schon echt krass. Ey, ich glaube, das kann man sich im Dunkeln abends wirklich lange anschauen. Oh, guck mal. Guck dir das mal an. Unglaublich, Mann. Das ist so gut, Leute. Ich schwöre euch. Das ist so infinite. Was? Stell mal vor, diese ganzen Paneele wären alles eine Farbe. Das würde noch geil. Das wäre so krank, wenn die sich dann so richtig clean trennen würden, ne? Mhm. Boah, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr mal einen richtig scheiß Tag habt, und ihr denkt euch, ihr seid unentspannt, schaut euch sowas wirklich an. Aber guckt euch das nicht vorm Schlafen an. Ja, man schaut das den ganzen Abend an, ne? Mhm. Gestern Abend bei mir bis 4 Uhr. Nur weil du sowas guckst? Ja, bei mir war gestern Abend dieses Sandschneiden. Ja, ich bin einfach in diesem Loch reingefallen und dann war es 4 Uhr. Boah, guck mal. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es ist einfach nur ein richtig dämlicher Loop und trotzdem ist es einfach nur extrem relaxing, sich das anzugucken. Guck mal, die werden angemalt. Echt? Nee, doch nicht. Ja. Boah, ist das geil, Alter. Wie kommt man auf so eine Idee? Ist bestimmt auch schwer zu animieren, oder? Ja, safe. Ah! Ey, Leute. Nochmal. Ich kann keinen Menschen mir vorstellen, der da nicht sagt, boah, das ist geil, wirklich, okay. Satisfying Animation. Schauen wir nochmal ganz kurz hier auf YouTube. Wenn du Kartoffeln schälst und es alles in einem Streifen. Ja, das ist... Oh mein Gott, machst du das auch? Ja, klar. Ich liebe es, einen Apfel zu schälen oder eine Kartoffel und das in einer langen... Ja. Ich hasse das, ich bin immer richtig und sauer. Und bricht das ab manchmal. Ja, man ist so richtig sauer. Ich weiß nicht, wo dieser Grundgedanke des Menschen herkommt, alles irgendwie so ordentlich wie möglich und irgendwie so... Stimmt, ne? Aber es muss ja irgendeinen Hintergrund haben, oder? So psychologisch. Also Symmetrie heißt was Gutes, aber das ist schon so ein Teil Symmetrie. Ja, irgendwie oder? Schon. Ne? Ich bin auch immer so krank symmetrisch, wenn ich irgendwo zum Beispiel Minecraft und ich baue irgendwas. Es muss immer symmetrisch sein, sonst kriege ich zu viel. Stimmt, das habe ich bei Sims auch immer gemacht. Ja, genau, es muss sich halt immer spiegeln oder sowas. Ich liebe es, wenn die Sachen füllen. Wenn irgendwas voll wird. Guck mal, siehst du das? Ich liebe es auch, wenn ich voll werde. Ja gut, das ist aber was anderes. Das ist vielleicht für dich befriedigend, aber für die drumherum, für die Leute. Oh, guck mal! Oh, was? Nein! Unglaublich! Einfach nur verrückt. Okay, das ist meins, glaube ich. Yes. Mhm. Oh, ich hasse diese Seiten, die das zerstören. Warum zerstören die das? Der Äußere, ne? Mhm. Der in der Mitte kann bleiben, finde ich. Ja, hast du recht. Aber die Farben sind geil. Der Farbwechsel ist so interessant. Ey, schwör, ich könnte sowas die ganze Zeit angucken. Oh, das sieht aus... Ich finde sowas wie in so eine Maschine, wenn so eine Maschine so krank präzise ist. Weißt du, was ich meine? Das ist auch so geil. Oh. Genau, das habe ich gestern Abend angeguckt. Guck mal, dieser Schwamm. Oh, das ist schon echt. Oh, man kann nicht aufhören, das macht süchtig. Nee, was das ist das? Süchtig. Du musst echt aufpassen. Oh! Das ist so wie Pickel ausdrücken, aber zum nächsten Level. Goldene Pickel. Stell dir vor, Pickel werden innen golden. Hör mal. Hör mal, ja gut, das ist wieder... Also ist jetzt nicht so meins? Boah. Ey, ist das komplett wie animiert? Ja. Oder? Ja, doch, ne? Krank aber auch. Aber der Hintergrund ist echt, ne? Das finde ich so geil, wenn Maschinen sowas machen. Guck mal, was ist das? Eine Kuchenform, eine Keksform. Guck mal. Keksstempel. Oh, wie geil. Guck mal. Das ist geil. Ich liebe auch den Ton, das ist so wie Foundation. Ja, ja. Guck mal, wie es da oben auch so geil abschneidet. Siehst du das? Nein. Leute, nennt uns gestört. Aber das ist doch eine Sache, die jedem irgendwo Spaß macht, oder? Das ist doch einfach nur krank. Leute, ich verlinke euch auf jeden Fall das Subreddit und die Videos in der Videobeschreibung. Checkt die gerne mal aus. Schaut auf jeden Fall bei Mike vorbei. Ich glaube, wir sind jetzt erstmal eine lange, lange Zeit occupied und müssen diese Sachen wieder angucken. Es tut mir leid, dass ich deinen Tag wieder zerstört habe damit. Das ist kein Problem. Leute, schaut auf jeden Fall bei Mike vorbei. Das war's mit diesem wunderschönen Video. Ich küsse eure Augen. Macht's gut. Ciao. Ciao.